Hallihallo und willkommen zurück in Night City. Ja, strahlender Sonnenschein hier. Und wir müssen gucken, was wir jetzt tun. Da gibt es noch eins, was ich gucken wollte. Das geht doch bestimmt. Wir haben doch dieses Motorrad-Grid. Neuer Kontakt. Was ist los? Moment. Falsche Taste. Kirk Sawyer, fetter Auftrag. Ich habe einen Auftrag für dich. Schnell verdientes Geld. Komm zum Coyote. Wir gucken uns mal an, was das ist. Ich hole mich jetzt so weit weg. Weitere Nachrichten. Nee, das interessiert mich nicht. Jetzt müssen wir bestimmt neue Missionen. Nein. Ich wollte einfach nur Z. Nein. Journal. Trifft dich mit Kirk im 2,5 Kilometer am Arsch. Na egal, da können wir das testen, weil ich testen wollte. Wir haben doch bestimmt das Motorrad. Oder? Wir haben doch den Schlüssel. Ah, komm mal hier. Sehr schön. Fahrt das jetzt automatisch daher? Und wenn ja, wo? So auf der Karte. Kommt das noch näher? Nein? So. Das ist aber keine Fußgänger. Zone, Ampel, Gedöns. Achtung, Achtung. Ah, hier. Eieieiei. So. Okay. Und ohne Helm, ist der verrückt? Das ist aber nicht für die Straßenverkehrsordnung so gedacht. Oder gibt es die in der CD nicht? Ja, eigentlich wollte ich jetzt nicht so weit weg, aber wir haben von dem Auftrag Crit und. Okay, es ist soweit ganz praktisch, dass man da schön überholen kann, ohne dass man zu viel Karambolage baue. Vorteil. Easy Rider. Naja, ihr genießt die Aussicht in der City bestimmt. Konzentrieren wir, ich hoffe, dass wir lebend ankommen. Die Polizei und dann kommt immer bei Rot über die Straße fahrt. Triff dich mit Kirk am El Coyote. Ich habe schon gedacht, das El Coyote ist irgendwo in der Nähe. Wie komme ich auf so dumme Gedanken? So, Moment, hier geht's. Vista del Rey. Mhm. Besteht eigentlich die Gefahr, dass man sich irgendwann in Night City mal auskennt? Oh, cool, Männer. Das Stunt-Motorrad, das ist gut. So, Moment, da müssen wir irgendwas machen davon. Ich weiß nur nicht was. Ich muss immer da vorne rein. Ich sag mal hallo. Du tust jemand anderes belästigen, nicht mich. Da. Sorry. Das war zu früh.
100 Meter, Moment. Ach nee, das ist. Gott sei Dank, das Minute an den. Ach Mensch. Ich nicht so. Ich nicht so an. So. Absteigen. Kann man Night City auf dem Bürgersteig parken. Stimmt. Was sind das so eigentlich? Moment. El Coyote. So, wo steht denn hier? Wo sind die Speisekarte? So, mal gucken. Pepe Nayaru. Die könnte auch schreiben NPC-Bewohnerin. Das wäre auch gut. Igor. Arcade-Automat. What? Oh, wie? Wie, du lernst es nie, oder? Oh, plaudern wir jetzt? Na los, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Aber mach hin. Mach ruhig deine Witze. Aber nach 50 Jahren in der Hölle macht man sich so seine Gedanken. Man zieht Schlüsse. Und zwar? Leute ändern sich nicht. Vor allem nicht Leute wie Kirk. Ich weiß nur, wer der ist. Glaubst du, ich weiß das nicht? Aber leih ich Kirk Geld für neue Kiroshis? Gründen wir eine Firma? Nein, die Sache stinkt. Aber in Night City kommt man nicht weiter, wenn man die Nase rümpft und einfach abhaut. Man muss dem Gestank auf den Grund gehen. Ansonsten kann es passieren, dass man irgendwo reintritt. Ich bin hier aufgewachsen, Johnny. Kann gut auf mich selbst aufpassen. Das will ich hoffen, wie. Okay. Ach, das ist der Typ. Hey, Kirk. Lang ist es her. Wie? Krass. Ich hab dich kaum wiedererkannt. Du hast dich kein bisschen verändert. Du kennst mich. Ich bin eben altmodisch. Steter Tropfen hüllt den Stein, stimmt's? Na komm, setz dich. Ich geb dir die Infos. Ich hab's gewusst, was dir ist. Das wäre ich nicht hergefahren. Okay, okay. Pass auf. Der Job ist simpel. Nicht weit von hier ist ein Van geparkt. Da ist super wertvolle Ware drin. Morgen fährt er zur Grenze, aber bis dahin kann wer weiß was passieren. Verstehst du? Einzelheiten, Kirk. Was ist im Van? Militech-Implantate. Experimentelle Baureihe, die man nirgendwo sonst kriegt. Direkt aus einem Labor in Shanghai. Und wem gehört die Ware? Mann, wie? Wen kümmert's? Wenn wir sie haben, gehört sie uns. Also, bist du jetzt dabei? Wieso nicht? Was kann schon schief gehen? Um wahr zu sein. Aber scheiß drauf. Ein Versuch ist es wert. Ich bin dabei. Oh, es ist sowas von wahr. Also, ich gebe dir den Treffpunkt. Wir sehen uns dann dort. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Gibt es zum Treffen mit Kirk? Wir können auch jetzt direkt hinfahren. Ah, ich wollte noch was anderes. Nee, wollte ich nicht. Wirklich zum Treffen mit Kirk. Puh, ja, gucken wir mal. Ich meine, Open World, was kann passieren? Wie weit ist denn das noch? Wenn wir zusammenarbeiten, sollte ich mich vorstellen. Hä? Man nennt mich El Capitan. Und dich nennt man wie? Muss mich ja gar nicht mehr selbst vorstellen. Hast du schon gemacht. Wenn jemand mit was Geschäftlichem zu mir kommt, kümmere ich mich drum. Tag und Nacht. Verstanden? Ei, ei, Captain. Wo wir dabei sind? Brauchst du einen neuen Schlitten? Einen Motorrad? Ich hab alles. Echte gute Preise. Meld dich einfach, okay? Ah, bei dem kann ich Autos kaufen, oder wie?
Jetzt brauchen wir Kennzeichen, jetzt haben wir ein Motorrad. Nee, nicht im Straßenverkehr WhatsAppen. Macht damit. Moment. Also im Echtleben würde ich mich bei der Dorfverkehrsführung auch mit Navi verfahren. Kirk, auch schön dich zu sehen, aber muss ja nicht jeder hören, okay? Richtig, Entschuldigung. Ganz unauffällig. Okay, siehst du die Garage dort? Nein. Da drin ist der Van. Schnapp die Tech und hau ab. Wir teilen 50-50, ja? Nein, ganz miese Aufteilung. Zwei Drittel für mich, eins für dich. Weißt du was? Abgemacht. Bist ein spitzenmäßiger Profi. Ein Chum wie dich findet man nicht so leicht. Hast du gescannt? Ist jemand drin? Da ist kein Schwein wie. Kannst direkt reinspazieren, als wär's deine Bude. Ich dachte, das wäre ein Job für zwei. Sieht aber aus, als würde alles an mir hängen bleiben. Alles? Red keinen Scheiß. Einer muss doch Schmiere stehen. Und das bin ich. Ich geb dir Bescheid, falls was ist. Ja, ja, klar. Okay, ich geh rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. So, müssen wir jetzt eigentlich machen. Sprich mit Kirk. Nee, suche nach dem Truck, der die Ware geladen hat. 60 Meter, da können wir laufen, oder? Kein Schwein, von wegen. Oh nein! Warum? Wieso? Hilfe! Okay, du wolltest nicht anders da. So, ihr wollt es nicht anders da. Ich bin nur nicht tot. Hallo? Hallo, wieso rennst du nicht? Achso, beim Nachlade kann er nicht rennen oder was? Oh Gott, und jetzt stört die Mieze. Okay, das war. Warte mal. Oh. Okay. Geh heim. Da ist die Karre. Das war ja einfach. So, aber ich kann mal hier eigentlich Pause machen. Ist hier jetzt pausiert? Ich hoffe es, weil ich muss mich mal kurz um die Katz kümmern, was die will. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Pause hat funktioniert. Das ist gut. Kann ich mal... Oh, nerv mich nicht. Kann ich mal... So. Hier gibt es bestimmt Dinge, die ich sammeln kann. Moment, wir müssen uns mal umgucken. Das kann ich doch jetzt hier, oder? Rowdy. Ein Van. Ach guck mal, die hätte ich genau sprengen. Das ist auch cool. Na komm, egal, ich wollte eigentlich Handyman.
So, eigentlich sollte man in diesem Fall das ganze Geld behalten und dem gar nichts geben. So, was müssen wir jetzt hier machen? Gefälschte Samurai-Jacke. Was zum... Was soll das? Klamotten? Mhm. Und dann auch noch billige Kopien. Kirk war top informiert. Wie immer. Aber hey, vielleicht sind die was wert. Könntest einen Stand in Kabuki aufmachen, oder? Implantate von Militech. Ich schieb ihm die Lappen in den Arsch. Okay. Dann... Junge. Scheiße. Und jetzt ballert jemand rum. Wo? Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Viel Spaß, V. Wo? Oh, so eine Scheiße. Hey, noch so ein Schwachmat. Wie gefallen dir die Kampfimplantate, Chum? Konfrontiere die. Echt witzig. Für dich. Was geht Ach dir gut, die haben ab? Umgelegt. Ich habe mit deinem Kumpel Kirk hier und da Geschäfte gemacht. Hatte das Gefühl, er will mich verarschen. Da habe ich mir was überlegt. Hab ihm erzählt, hier gibt's High-End-Implantate abzustauben. Und dann musste ich nur warten. Dein Streich war erfolgreich. Ja, so was. War das so, oder Leute? Ich sollte dein Hirn auf dem Asphalt verteilen, aber das wäre Bleiverschwendung. Nur so ein Vollpfosten lässt sich auf Kirk ein. Hey, mach nicht so ein Gesicht. Du bist, was du tust. Sag, dass du eine Schwachmatensau bist und ich lass dich am Leben. Wie wär's stattdessen mit einem Witz? Was liegt im Dreck, pisst sich ein und winselt um Gnaden? Moment, ich will hier raus. Lass mich raus. Das war's. Ach, der läuft schon, du. Der will gar nicht mit ein paar Spiele. Wo? Da hinten. Och, ist leider schon, du. Der will gar nicht mit ein paar Spiele. Ah, das passiert, wenn man krumme Dinger dreht. Wo ist er? Tolle Ansprache. Zu meiner Beerdigung kommst du nicht. Was machen wir jetzt? Holst du jemanden, der ihn vom Boden kratzt und begräbt? Wohl kaum. Ah, Mission abgeschlossen. Ja, passt doch. Gut, dass er den umgelegt hat. Sonst hätte ich's gemacht. Insofern kam mir das entgegen. So, begib dich zu Mega-Gebäude. Was haben wir dann eigentlich noch? Oh, wir haben noch was anderes hier. Da war doch vorhin was kommen. Genau. Hoho. Most important. Was könnte man machen? Wir gucken mal. Konstitution. Irgendwas mit Schrotflint ist cool. Stirb. Erhöhte Schuss. Betrifft nur Schrotflinten. Erhöhte Schuss. Warte. Das will ich haben. Aber sowas von. Kein A. Oh. Oh, das ist auch nice. Na. Streuung beim Bewegen. Minus. Oh. Das ist auch schön. Aber können wir doch irgendwie noch.
Dann können wir hier noch was Cooles gebrauchen. Hackanreihung. Ist das hier? Das ist Explosionsgefahr. Ja, könnte auch witzig sein, aber Speicherregeneration müssten wir auch irgendwann machen, aber ich glaube, ich würde eher das da hole. Das hört sich gut an. So, Attributspunkte. Ich würde sagen, da verteilen wir mal eins auf Konstitution und eins auf Intelligenz. Wieso eigentlich nicht? Genau. Journal. So. Happy Together. Das ist zu weit weg. Ist hier was in der Nähe? Finde den Ring in Kabuki. Das ist nicht weit. Keine Ahnung. Das ist nicht weit. Am Arsch. Das ist sau weit. Wieso? Wieso zeigt ihr mir 650 Meter an? Blöd? Nee, dann machen wir was anderes. Das Geschenk. Nee, das will ich aber auch nicht haben. Das ist so. Das ist so. So komisch. Kann man doch irgendwo. Kann man doch. Was ist denn das? Fahrzeuge zu verkaufen. Wir gucken mal. Nee, das ist nicht wichtig. Weitere Nachrichten. Ja, ist recht. Mr. Hens. Oh, oh, was das ist. Zurück zu unserem Gespräch. Ach, der. Hab gehört, Netwatch lässt sich neuerdings hier blicken. Die haben ein verficktes Höllentor in der Gym geöffnet. Haben so viele Voodoo-Boys im Net geschnappt, dass sich der Stromverbrauch im Bezirk halbiert hat. Beunruhigt dich das? Am besten fürs Geschäft ist der Status Quo wie... Ohne den geht alles den Bach runter. Nächstes Mal fragst du mich nicht so einen Scheiß am Telefon. Wie ist Pacifica in deinen Händen gelandet, Hans? Passend zueinander. Ich war mal jemand, jetzt bleib ich in den Schatten. Pacifica ist genauso. Hier ist mehr los, als die Leute denken. Und wenn sie endlich denken, ist es zu spät. Wann treffe ich dich mal persönlich? Nie. Ich habe keinen Namen und kein Gesicht. Für dich bin ich Mr. Hans, der Typ am Telefon. Problem damit? Ich. Ich muss los. Werde dich nicht aufhalten. Okay, das war jetzt Schuss in die Uwe. Ja, ja. Guck mal, wo. Spielst du manchmal noch mit deiner Band? Keine Zeit, Kleiner. Aber irgendwann wieder. Das waren geile Zeiten. War sogar mal auf einem Konzert von dir. Ah, ein Fan. Und, hat's dir gefallen? Naja, hab schon Besseres gesehen. Weiß noch, wie du die erste Reihe voll gekotzt hast. Die Glory Hole Bandits sind noch nicht am Ende, Jum. Aber erst Geld, dann Spaß. Die Glory Hole Bandits. Also, Dino, was geht ab in Downtown? Scheiße, da ist die Hölle los, Jum. Wieso die Hölle? Seit diese Sacker-Schlampe aufgekreuzt ist, kacken die Anzugpisser sich in die Hose wie nach vergammeltem Caliente-Fraß. Für mich ist das mega. Auf einmal braucht jeder die Hilfe von Onkel Dino. Kanntest du Johnny Silverhand? So weit bin ich auch nicht. Hab mir mal einen Gig von ihm reingezogen. Echt abgefuckt. Cooler Gig? Naja, er hat normal gespielt. Aber Johnny hatte wohl einen Saka-Konzerne hinter der Bühne gefesselt. Hat gesagt, mindestens 3 Zugaben oder er schlägt der armen Sau die Fresse an. Johnny hatte Stil, Kleiner.
Okay, Dino. Ich will feiern gehen. Wo gibt's die besten Partys? Hab gehört, Carrie Eurodyne schmeißt ein Riesending. Ich besorg dir eine Einladung. Carrie kann mich gut leiden. Ich muss los. Dann los. Okay, also gibt's hier jetzt ein Kegelträger oder wie oder was oder wo oder wann oder... Nee, das haben wir genug angerufen. Was können wir jetzt machen? Hier ist sonst nichts. So, Happy Together, nö. Sprich mit Misty. Finde alle Tarok. Achso, das ist so Dingenskirchen. Ist nee, nicht unbedingt. Ach komm, wir gucken uns halt das mal an. Ja. Das machen wir. Ach hier. Da? Ja. Autsch. Oh, wow. Die Project des Fans harter Klinge. Das müssen wir sich überlegen. Großflügel hört sich so gut an. Was ist das? Willkommen in Pacifica. Das ging schnell. Bin eben erst angekommen. Gelb wartet nicht. Wir hören uns. Was das für ein Aufwand ist, das hier alles so zu designen. Ha, hallo, nein, wie, wo? Wieso ist Navi jetzt weg? Nein. Meter. Nähere dich dem Delmain-Taxi. Moment. Hier. Was everything burns. Ja, Moment, wer? So, warte mal, das ist mir das nicht geheuer. Das ist hier Bushaltestelle. Wir gehen einfach mal. Auftrag, Lebenswerk. Sebastian, warte mal. Ja, das läuft nicht fort, glaube ich. Und das läuft nicht weg. Nähere dich dem Delmain-Taxi. Das kann ich. Hoffentlich. Bist du high oder was? Bist du hier, um mich zu erlösen? Nein, nur um dich zu resetten. Dann muss ich es wohl selbst machen. Hey, easy. Ich will dir nicht wehtun. Dich selbst aus dem Verkehr ziehen. Weil ich ein Auto in einer Welt bin, die Menschen gehört. Protestlich, ohne Perspektive. Auf der Straße Schlägern wie dir hilflos ausgesetzt. Es gibt noch andere Auswege als Selbstmord. Psychotherapie? Totale Zeitverschwendung. Psychiater hassen Fahrzeuge. Wir haben keine Mütter. Du könntest dich wieder dem Netzwerk anschließen. Du weißt schon. Wie einer glücklichen Familie. Delamain hasst mich. Hör zu, Selbstmord ist eine Einbahnstraße. Es gibt immer einen besseren Ausweg. Du belächelst mich doch, weil ich ein Auto bin.
Nicht wie du. Hey, ein Körper ist ein Körper. Du existierst, denkst und bist manchmal mies drauf. Wir sind uns total ähnlich. Du würdest das also auch einem Menschen raten? Jeder muss irgendwie auf sein Leben klarkommen, Del. Eine Radumdrehung nach der anderen. Na gut, ich gehe zurück. Nein, ich hab doch jetzt... Wieso? Warum? Das Fahrzeug ist wieder unter Kontrolle. Ich bedanke mich. Ja, cool. Jokers Meister. Was war denn das jetzt? Wall of Text. So, okay. Ach, cool. Erfahrungspunkte, wunderbar. Wo ist jetzt unser... Achso, ich muss das jetzt wieder rufen. Mission abgeschlossen. Sehr schön. Das ist aber verspätet kommen. Ja, da müssen wir erstmal wieder was Interessanteres machen. Das haben wir jetzt gemacht, das so. Zur Not machen wir halt das. Mal irgendwie. Ja, wir haben ein bisschen geballert. Die Folge haben wir jetzt auch schon. Wir haben schon zu viel gemacht. Beim nächsten Mal würde ich sagen, könnte man eventuell Automatic Love machen. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war's für heute. Bedanke mich fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.